Hallöchen. Ist denn schon jemand da? Die große Frage. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube bisher nicht. Okay. Der Schumi ist da! Also einer ist schon mal da. Wunderbar. Freue ich mich. Muss jetzt nur einen Moment hier rumwurschteln, bis ich das hier auf der Wii zum Laufen gebracht habe. Wie ist so blöd. Hallo Leon. Die Wii ist aufnahmetechnisch echt doof. Und ich hoffe, dass wir es jetzt auf der Wii starten können, die Speicherdaten von Path of Radiance übernehmen können und dann auf die Wii U wechseln können beim nächsten Mal, dass wir dann da Radiant Dawn weiterspielen können, weil die Wii U hat gibt direkt über HDMI aus und muss nicht erst konvertiert werden zu HDMI. Was alles sehr viel komplizierter macht. Aber wir haben ein neues Layout. Also Layout. Ich habe meine Kamera einzeln gesetzt. Warum? Weil ich A, so flexibler bin, das heißt, ich kann das Ding auch runterschieben, wenn ich die Textbox überdecke. Und B, ist es allgemeingültig für ungefähr jedes Projekt. Egal, was ich streame, ich kann das einfach draufklatschen. Ich dachte mir, das sieht ganz cool aus. Wie geht's euch denn so? Alternes, Hallöchen auch an dich, Leon und Schumi. Alles fit bei euch? Ihr müsst mir sagen, ob das Game zu laut ist. Das werden wir aber dann gleich sehen. Ich werde jetzt nämlich erstmal. Das Mikrofon ist ein bisschen selber drin. Ich werde jetzt erstmal ins Game reingehen, denke ich. Ich habe vor allem jetzt hier richtig schön leicht den ohne Gewicht habenden den Wii Pro Controller. Classic Controller Pro heißt er, glaube ich. Fire Emblem ist sehr genau. Es ist laut. Es ist definitiv laut. Ich muss es leiser machen. Aber das sieht ziemlich cool aus. Moment, ich muss es nur kurz ein bisschen leiser machen. Weil mir meine Ohren wegfliegen gerade. So. Schauen wir mal. Gehen wir mal rein. Freut mich zu hören, dass es euch gut geht. Müsst mir noch sagen, was haltet ihr von dem neuen Layout? Findet ihr das gut so allgemein? Ja, das. Ja, ich hoffe auch, dass diese Schlieren dann eventuell besser aussehen. Dass das allgemein vielleicht einfach besser aussieht, wenn ich das auf der Wii U spielen kann. Da hat mein Alert einfach keinen Bock, wie es aussieht. Dankeschön! Dankeschön, Eternus. für deinen Sub und herzlichen Glückwunsch zu deinem 10. Herzteil. Warum funktionierst du nicht, Follower Alert? Hast du keinen Bock heute? Aktualisieren, komm. Versuchen wir es nochmal. Die Chatbox hat auch nicht funktioniert, wenn ich es richtig gesehen habe, ne? Komm. Vielleicht hat die jetzt gleich mal Bock, wenn ich es nochmal alles aktualisiere. Eventbox. Die Eventbox hat Bock! Das ist das Einzige, was Bock hat. Warum auch immer. Können wir trotzdem nochmal aktualisieren. So. Dankeschön, Alternus. Auch wenn der Alert gerade nicht klar ist, ich hab's gesehen. Und es ist appreciated. So, ich stelle mal auf Start. Wenn ich's treffe. Und hoffe ich, dass mir meine Ohren nicht wegfliegen. Hallöchen, Timmy! Jetzt funktioniert anscheinend auch die Chatbox. It's the Diabo! Ja, ich weiß auch nicht, warum keiner lädt. Warum ist da links und rechts wieder schwarzer Balken? Ich hab's erst so eingestellt, dass keiner da ist. Dann muss ich eventuell gleich nochmal anpassen. Ich muss mal schauen, was das Spiel so hergibt. Ja, ich brauche die Handgelenkschlaufe nicht. Ich habe aber einfach eine andere Kontrollmöglichkeit. Hallöchen! Jan Luca, na? Sind erstmal Opening geschaut. Hallöchen, André, schau's auch mal kurz rein. Freut mich. Ich hab die Controller nicht im Fernseher, keine Sorge. Ich bin jetzt gespannt. Ich freue mich sehr jetzt auf das Spiel. Sehr, sehr gespannt, wie die Story weitergeht. Ja, links und rechts sind schwarze Ränder, das ist mir bewusst. Das werde ich gleich noch ausbessern. Das so oft durchgespielt, okay. Das ist cool.
Ja, das ist Clorox X gewesen. Alter, fetter Kerzenständer. Fire Emblem Radiant Dawn. So, jetzt gehe ich den Chat durch. Warum das pixelig ist, weiß ich nicht. Vielleicht mal kurz refreshen, aber das Spiel hat eh nicht die höchste Auflösung. Da war Nyla Puck. Ja, das war Nyla. Hallöchen, Mod. Erstmal. Moment. Weiß nicht, was jetzt kommt. Einheitenprofil. Nee, möchte ich jetzt eigentlich nicht durchgehen. Kann ich da bitte einfach mal A drücken, dass ich irgendwo hinkomme? Okay. Ich muss nur schauen, wie das jetzt funktioniert. Also, nur mal, also gleich mal zu Jan Luca. Wir wollen natürlich unsere Path of Radiance Daten mit rübernehmen. Hallöchen Mod, du hast richtig gehört. Es wird hier der strahlende Sonnenaufgang des feurigen Emblems gepriesen. Und ich muss erstmal kurz hier das Bild einstellen. Weil ich sehe, dass hier noch was nicht ganz passt. Moment, das mache ich aber am besten so, weil dann seht ihr das nicht. Wir können inzwischen jetzt schöner Musik lauschen. Und ihr müsst mir sagen, ob der Sound passt. Ah, das sehe ich jetzt so gut, was ich da gemacht habe. Geil. Das ist überhaupt nicht klein oder so. Was nicht? Kann das kaum erkennen? Das passt. Könnte aber hinkommen so. Ich will nur die schwarzen Ränder weg haben, ne? Ja, so könnte es funktionieren. Passt das so? Zack. Besser. Ja, seht ihr noch schwarze Ränder? Wenn nein, dann ist alles gut. So. Ich muss noch kurz durchgehen, was der Chat geschrieben hat. Ohne Sephirans im Monolog am Ende. Du kannst mal kurz wiederholen, warum es grob ging. Ich habe das nämlich nicht mehr im Kopf. Blöd gesagt. Spielst du mit? Wir spielen mit Daten. Schönen Abend auch dir, Mod, natürlich, ne? Hab gedacht, da fliegt ein Taubsi. Ein normaler Vogel. Kennt man. Ich hoffe, man ist nicht OP auf Doom, wenn man die Daten beträgt. Ich glaube, dass Radiant Dawn auch so schwer genug ist. Diese Mods, wenn da gar keine Mods sind. Schon schlimm, ne? So. Wahrscheinlich bei Mod, dass ich kein Mod bin. So, wir wollen ein neues erstellen. War das richtig? Ich weiß nicht. Wie kann ich die Sachen übernehmen von Path of Radiance? Ich hoffe, ich habe jetzt nichts kaputt gemacht. Das ist Extras. Porträts, okay. Wenn mir jemand erklärt, wie es funktioniert, kann ich es mitmachen. Das wird zumindest der Plan. Ein Speicherplatz, okay. Kann man das irgendwo einstellen? Ach so, das auf Aufstieg, andere ärgert sich. Ah ja, gut, ja. Stimmt, ich erinnere mich. Vielleicht kann mir da ja Luca kurz helfen, wenn er Ahnung hat. Hallöchen, Maxi. Also Max. Ich nenne dich immer Max. Ach, vorhin erst mit Maxi geht, also mit dem Brave Bird. Ich versuche gerade heraus, wie ich meinen Speicher nehmen kann. Ist gar nicht so einfach. So, das hatte ich doch vorhin nachgeschaut, aber ich dachte, es kommt eine Meldung oder sowas in der Richtung. Also wenn da jemand Ahnung hat, ob ich da jetzt irgendwas falsch gemacht habe, die Speicherdaten müssten auf der Wii sein. Das kommt von alleine? Also einfach? Hätte es bisher kommen sollen? Oder kommt es noch? Ich meine, ich kann mal auf neues Spiel drücken und dann das neue Spiel starten. Und dann schauen wir einfach mal. Mit Daten, ich habe die Memory Card sogar, ich habe extra auf der Wii gestartet, damit wir das durch übernehmen können. Will nachher auf die Wii U umsteigen. Ich google kurz. Wie gesagt, es sollte eine Meldung kommen, aber ich weiß nicht wo. Aber danke, Max. Vielleicht findest du was. Zwischenzeit lauschen wir der schönen Fire Emblem Titelmusik, die sehr gut ist.
Sobald ich eine Schwierigkeit gewählt habe, okay. Ich mach einfach mal, nur falls resetten wir halt, ne? So, Lea. Ah! Da! Da steht's! Da ist. Selbsterklärend, wenn man es mal gemacht hat. Daten des beendeten Final Path of Radiance Spiels verwenden Memory Card, Speicherkarte, das Nintendo Gamecube laden. Letzte Daten eines beendeten Spiels werden einige der Verbindeten stärker. Den Optionen Extras findest du außerdem die Unterstützung des Texte aus Path of Radiance. Ah, okay. Ja! Ja. Das da. Ja. Wir wollen auf... Kann man... Okay, man kann schwer ist später auswählen. Wir spielen auf normal. Auch wenn normal eigentlich schwer ist, aber das ist okay. Oh, Fire Emblem, bla 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 bla. Mich hat man nicht gefragt. Vielleicht hattest du keine Karte drin, die die Speicherstände hatten. Normal wollen wir haben. Auch wenn in der europäischen Version ja die Übersetzung verkackt ist und normal eigentlich schwer ist. Und schwer ist dementsprechend extrem. Teil 1 im Silberlicht. Nein, normal ist nicht normal. Normal ist schwer. Prolog, graue Himmel. Alles klar, André. Dann wünsche ich dir viel Spaß und danke fürs Reinschauen. Werden wir haben. Ich bin sehr gespannt. Aber klingt auf jeden Fall geil. Viel Spaß wünsche ich euch. Hast du gefunden? Nein, Sir. Ah, stimmt. Deutsche Synchro. Hier sein. Gut, weiter. Sir. Wir vergeuden unsere Zeit. Hier ist doch keiner. Aber da war noch ein Geräusch. Shh, June, bitte sei ganz still. Wenn sie dich hören, werden sie uns finden. Wer ist da? Vogel! Da war ein Geräusch. Ist es der Bund der Morgenröte? Nein, es war nur ein Vogel. Wohl, wir sehen dich nicht. Irgendwo erkenne ich die Stimme. Schaut, silbernes Haar. Die Stimme kommt mir voll bekannt vor. Wahrsagerin, werden wir Helden. Ohne sie ist der Bund der Morgenröte verloren. Oh, das wird dem General gefallen. Fesselt sie. So. Hör mal, Mädchen. Wenn du dir nicht wehtun willst, zappel nicht herum. Oh Gott, wie kann man diesen Namen so schrecklich aussprechen? Ah! Au, au, au. Das tat jetzt schon beim Zuhören weh. So ist es. Ja. Dass der Zauberspruch Untertitel bekommt. Sehr gut, Mikaya. Gehen wir. Ja. June? Bund der Morgenröte, was hat mit Final Fantasy 14 zu tun? Ja, fast das gleiche. Nevassa, die Hauptstadt da eins, einige Tage später. Normal ist schwieriger als leicht, das sollte doch klar sein. Und schwer ist dann nochmal schwerer als normal, oder? Stehe ich gerade auf dem Schlauch. Nein, das wurde falsch übersetzt. Also der... Es gibt bei uns leicht, normal, schwer. Im Japanischen ist es auch eigentlich normal, schwer, extrem. Also... Schwer. Was bei uns schwer ist, ist im Japanischen nicht extrem. Also sie haben nicht die Schwierigkeiten. Also bei Path of Radiance hatten sie auch normal, schwer, extrem. Und normal, leicht, leicht, normal, schwer. Halt, aber da haben sie halt noch einen extra leichteren Schwierigkeitsgrad für den Westen eingeführt. Und haben den Extremschwierigkeitsgrad quasi gelöscht. Maniac war das dann in dem Fall. Hier haben sie quasi das gleiche gemacht, nur haben sie vergessen, einen leichteren Schwierigkeitsgrad anzufügen. Sie haben es einfach nur umbenannt. Das heißt, was halt bei uns leicht ist, ist normal im Japanischen. Und was bei uns schwer ist, ist im Japanischen extrem. Stimmt das so? Ja. Und was normal bei uns ist, ist schwer dann im Japanischen. So. Hallöchen, Not! Also ist Japan normal leicht. Also wir haben quasi trotzdem...
Leicht ist quasi der normale Schwierigkeitsgrad. Deswegen ist der normale Schwierigkeitsgrad hier vergleichsweise sehr schwer, weil es eigentlich ein schwerer Schwierigkeitsgrad ist. Das ist total kompliziert zu zählen, ja, aber... Kaya Squad, Big Oof. Das Beste war bisher die Soße. Layton wird ab bald zwischen den Missionen die Geschichte erzählen. Wer ist Layton? Ach, Layton. Das ist der. Okay. Interessant. Wie geht's dir sonst noch? Also, bis auf Mikaya Squad, Uf. Warum macht man das dann so klein? Ihr habt einen 16:9 Screen. Nutzt ihn doch, Leute. Außerdem sehe ich gerade, dass der Kontrast bei mir auf dem Screen sehr, sehr viel krasser ist als im Stream. Aber egal. Ihm muss etwas zugestoßen sein. Keine Sorge, er wird schon kommen. Hey, ich habe eine Idee, Mikaya. Wieso schaust du nicht in die Zukunft? Dann können wir herausfinden, wann Leonard kommt. Klar, mache ich auch immer. Ich schaue auch immer in die Zukunft. Edward, du weißt doch, dass das so nicht funktioniert. Ich kann zwar ein paar Dinge sehen, aber ausdrücken kann ich sie mir nicht. Ich habe doch nur Spaß gemacht, aber trotzdem. Leonard kommt doch sonst nie zu spät. Da muss etwas passen. Hilfe! So, hilf uns doch jemand! Achso, Frau. Wo konnte ich nicht riechen? Ich fühle mich wie der Hase bei Alice im Wunderland. Ich muss dringend das Textbuch stellen. Ich denke, das beschreibt das ganz gut. Achso, und gegen Memo 2 ein Team bilden, ist absolut für den Arsch. Kenn ich. Memo 2 letzte Season war ganz besonders toll. Wir genießen die Anwesenheit von Eddie Edward. Gott von Beruf, wie was? Du musst uns aufklären mit den Insidern. Bandits, no! Banditen greifen die Stadt an, rennt weg. Wer weiß, was uns diese Monster antun, wenn sie uns in die Finger kriegen. Ich dachte, das sind Banditen, keine Monster. Wo ist denn die imperiale Besatzungsarmee geblieben? Wie können sie den Frieden bewahren, wenn sie nie zur Stelle sind? Wer Binions Soldaten? Ha, denen wird es doch total. Denen sind wir doch total egal. Die sind der. Kurz das Licht. Kurz dunkler. Die sind die Gewinner des Krieges. Wir Verlierer sind denen nichts wert. Die wollen nur eins: den Bund der Morgenröte erwischen. Derweil laufen die wahren Halunken frei herum und tun, was sie wollen. Sollten sich um wichtige Dinge kümmern. Wir helfen euch gern. Findet ein sicheres Versteck und überlasst die Banditen uns. Macht euch keine Sorgen um uns. Wir sind zufällig dieser Bund der Morgenröte, den Binions Truppen so verzweifelt suchen. Was, wirklich? Ihr seid der Bund der Morgenröte? Oh, toll! Meine Freunde und ich reden ständig über euch. Ja, aber ihr seid ja doch fast Kinder. Fast doch Kinder, so. Oh, wie tief musste da einfallen. Kinder, die für das Wohl der Armee... Nicht Armeen, Armen, fast nah dran. Kämpfen und stehlen müssen. Aber wir können es mit den Schurken nicht aufnehmen. Also nehmen wir euer Angebot an. Aber passt auf, sie sind gefährlich. Okay. Ergo-Tutorial-Banditen. Kennt man. Was? Der Twitch-Chat ist bugged at the moment. Okay, weil ich sehe alle Nachrichten bisher. Ich fand halt normal jetzt nicht so schwer. Es ist aber halt so, dass die falsch übersetzt wurden. Okay. Ich fährte sehr gut. Ja, gut, also bei mir ist es nicht so. Ich kriege hier alle Nachrichten. Ich bin ganz froh drum, dass ich alle Nachrichten sehen kann. Ich sehe, dass... Ach. Moment. Das muss ich kurz noch anpassen, sehe ich gerade. Ich wusste nicht, wie hoch das anfängt. Also, das wird noch ein Momentchen dauern. So ist es vielleicht besser. Ihr seht noch nichts, es kommt gleich. Keine Sorge. Ihr habt nichts verpasst. Ich stelle das gerade noch ein, damit das hier insgesamt ein bisschen besser zusammenpasst. Das so? So muss das hinkommen, ne? Ja, und dann fehlt halt noch... Ich hätte gerne die da hinten. Danke. Moment, jetzt gleich. So. Zack. Bisschen weiter runtergesetzt. Ist es gut reingesetzt hier oder ist das kacke? Nee, das dürfte passen. Ja, sieht gut aus. Damit man oben den Chat auch den Text komplett lesen kann. War mir wichtig. Oh, 12 Monate, ich habe ein volles Herz. Nice! Glückwunsch, Alternus. Alternus. Ich habe Alternus Nachrichten drunter gerade gelesen. Fuck. Not natürlich. Wunderbar.
Dankeschön für die Treue. Ganz, ganz, ganz großes Dankeschön. Okay. Ja gut, leicht gibt's im Japanischen hier nicht. Das ist ja quasi die, beziehungsweise der Normal Mode. Du kannst, wie gesagt, wenn du leicht nimmst jetzt in Ding, dann ist es normal. Also das ist quasi die niedrigste Stufe. Bis ich da und ich gesagt, ah, sorry, wir machen weiter. Hör zu, ihr Strollchen, in dieser Stadt sind nur noch Milchbärt und sammernde Kreise. Alles klar. Stehlt, was ihr in die Finger bekommt. Dam, 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 da, dam, dam, dam. Ja, ich weiß, was du meinst. Juni, das ist zu gefährlich. Versteck dich lieber. Tschüss, Vogel. Also legitim. Okay, ich muss mal kurz die Steuerung anschauen. Bessere Musik. Okay. Erstmal Einstellungen. Fix, normal klingt gut. Animation an. An klingt nicht schlecht. Spielgeschwindigkeit plus. Textgeschwindigkeit plus plus. Neuheiten-Info. Hä? Level-KP, 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 Erfahrung, Level-KP, Erfahrung, Level-KP, aus. Alles klar. Kampfinfo. Einfach die aus. Hä? Hat der Spoiler von Heroes to Radiant Dawn. Ja, ja, ich wusste das bis zu dem Zeitpunkt auch nicht, aber ich werde es jetzt nicht aussprechen. Vielleicht da nicht. Ich mache mal die Kampfinfo auf einfach. Ich habe das Gefühl, dass man das machen sollte. Koordinatennetz. Bitte was? Alles klar. Ein Kreis um Einheit. Transparenz 1. Tutorial 1. Funktion der Befe- Okay. Rammelfunktion. Auto. Was? Zum. Was sind das für Einstellungen? Sprachausgabe. Okay. STDRD. Konntet ihr euch nicht leisten, Standard auszuschreiben? Ah! Auto, bum, bum. Soundeffekte, Musik, Hintergrundgeräusche. Was ist der Unterschied zwischen Soundeffekt und Hintergrundgeräusche? Where's the difference? Das ist normalerweise das gleiche. Textsound. Autoende Züge. Ja, das kann man anlassen. Das ist in Ordnung. Das klingt schon sehr östlich, das Thema eigentlich. Könnte eigentlich aus Birthright kommen. Bildschirm. Was? Horizontal, vertikal. Was? Okay. Verwirrung. Was war jetzt hier um das Fensterform wählen? Ach so, Fensterform. Ah, ah, oh, ah, ach so, I see. Okay, passt so, würde ich sagen. Geländemission. Ich glaube, das passt soweit. Wenn ich jetzt B drücke, speichert sich das dann. Ja, tu das, okay. Ich habe gerade Rammelfunktion verstanden. Okay, Rumble-Funktion. Es tut mir leid. Was macht der Kreis? Das möchte ich jetzt wissen. Entschuldigung, ich muss mich erstmal hier reinlesen. Kreis um Einheit. Ah, okay, ja, das ist. Machen wir das mal an. Das sieht nicht verkehrt aus. Okay. Kann man das noch ein bisschen näher rangehen? Ja, das ist besser. Wie kann ich? Einheitsinformation. Lage. Was ist Lage? Ah, okay. Status. Ah! Da wollte ich hin. Spielt er die Fire Emblem Special ab 18? Die Kaya tankt nichts. Geil. Freue ich mich jetzt schon drüber. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr cool aus, das Menü. Oh ja, ich sehe, was du meinst. Ganze sage und schreibe zwei verteilt. Was ist Kräuter? Kann ich. Ah, da. Okay. Okay, quasi ein Heilmittel. Nur mit mehr Usage. Nur, ah, und halt wenig. Okay.
Okay. Kräuter sind billige Heilmittel, alles klar. Das sieht doch nicht verkehrt aus. Man könnte es... SHD für Schaden ist eine gute Abkürzung, finde ich auch. So ein hübsches Mädchen wird mir ganz schön was einbringen. Sei brav und komm her. Das kann ich nicht lesen. Was quasselst du da? Das war besser keine Beleidigung, du. Hä? Okay. Oh ja, die Kampfanimationen sehen cool aus. Warte. Vielleicht sie eh nichts geschissen kriegen im Leben. Und deswegen kann ich 20 KP Heilung brauchen. Ah, okay. Aber vielleicht kann man mit Vika ja ziemlich viel Spaß haben. Ich habe mich in Wörtin im Galactic HQ verlaufen. Ja, dann viel Erfolg beim Rauskommen. Ich denke mal, im Englischen heißt es Reset und man wollte eigentlich die Buchstabenzahl nicht ändern. Das hat nichts am... Entschuldigung, aber das hätte nichts am Layout verändert. Das ist... Hintergrundgeräusch kann ausgeschrieben werden. Plötzliche Kuh. Nikaya ist als Lichtmagier. Das ist klasse. Das bist du eigentlich. Wahrscheinlich einfach Meridome. Ja, okay. Kann man auch mit Edward Spaß haben, ja. Soll die Cam Dinge verdecken? Eigentlich nicht. Cam? Nee, da sollte nichts stehen. Ja gut, da, ich kann nichts verdecken. Es funktioniert. Irgendwo steht immer irgendwas. Jetzt in dem Fall verdecke ich... Ah, okay. Voll Lichtkuh. Alles klar. Ja gut, nee, also so viel dazu. Na gut, das solltest du jetzt aber finishen können, hoffe ich. Ja, das sieht doch gut aus. Ah, mein Tube! Mensch! Ja, guten Abend wünsche ich dir. Wie geht es dir? Ich glaube, das Spiel ist ein bisschen laut, kann das sein? Ich mach das Spiel mal ein bisschen leiser. Wie geht es dir, mein Tube? Danke für dein Follow, ne? Schön, dich zu riechen, quasi. Eigentlich sollte es nichts verdecken. Ach, stimmt natürlich, das verdeckt natürlich jetzt die Information. Aber die Kettenzungen sind schon nice. Stimmt, verdecken die Kampf... dang it. Moment, ich denke mir noch was aus deswegen. Okay, warte mal, das ist... Ich weiß, was du meinst, es verdeckt halt die Information. Diese Information hier wird halt jetzt verdeckt. Das heißt, eventuell ist es sinnvoller, die Kamera auf die andere Seite zu schieben. Dann schaue ich quasi nicht ins Bild rein. Das ist doof. Ich kann nicht manche berichten, definitiv, ja. Alles klar. Was ist dumm? Erzähl. Hau raus. Ich bin gespannt. Die Chat läuft auf meinem zweiten Monitor nicht. Edward trainieren? Wieso Edward trainieren? Willst du etwas trainieren? Die Animationen sind schon cool. Weil das jetzt 2D ist. Alter, die Kamerafahrt. Das nichts verdecken ist das Grund, weswegen ich ein Layout habe und Cam im Game habe. Das Problem ist aber, dass ich bei 16 zu 9 Games halt schon gerne Fullscreen habe. Die gesamte Dawn Brigade bis auf Nolan und Source ist trash. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Early Game. Okay, danke, werde ich haben. Okay, da kommt der noch hin, der Freund hier. Gibt es hier? Nein, da gibt es noch nicht, okay. Gibt noch nicht die Funktion. Ich kann alles markieren. Das ist okay. Edward ist zu bad, was? Um richtig geschrieben zu dürfen. Moment, das ist ein Crit? Das war, glaube ich, ein Crit. Ich mag die Fighting Animations. Was? Das wollte ich nicht. Was immer Lebewesen auch tun mögen. Die Göttin wird gerecht über sie richten. Alles klar. Mehr Kräuter für Mikaya. Geil.
Mag ich. Stoß. Okay, ich denke mal, ich bleib einfach bei meinem Zeug hier. Und hier bin ich. Eddie hat bei mir alles Stats gemaxt. Sehr gut. Bin gespannt. Alter, die Dodge Roll! Ah ja, kann man sagen, was man will? Animationen sind cool. Leonard. Alles klar. Mikaya! Leonard, hast du uns gefunden? Ein Vögelchen hat mir gezwitscht, wo ihr seid. Genauer gesagt, dein Vögelchen. Arr! Der Hero-Spoiler. Was habt ihr euch dabei gedacht, diesen Banditen zu zweit zu stellen? Werkhalsig ist da gar kein Ausdruck. Ach, Leonard, wir konnten die hilflosen Einwohner nicht einfach diesen Tieren überlassen. Bitte kämpfe mit uns. Ich überlege mir bis zum nächsten Mal, ob ich es nochmal anpasse. Ich habe vergessen, dass natürlich die Anzeige für die Information auf der Seite ist. Die Kampfinformation, das ist halt ein bisschen blöd. Aber jetzt ein Layout zu machen, ne, da muss man sich überlegen. Wenn ich die Kamera unten in die Ecke setze, muss ich, im Prinzip habe ich komplette Balken nach horizontal und vertikal, die die Hälfte verdecken. Und da kommt der obligatorische Early Game Archer. Radiant Dawn finde ich einer der schönsten Familienteile. Kann ich bisher sagen, auf jeden Fall gefällt mir optisch sehr gut. Man könnte mir mal sagen, was ist euch lieber? Soll ich die Kamera, ich kann die Kamera halt nach rechts positionieren auf dem Screen. Dann wird halt ein bisschen was, dann schaue ich halt aus dem Screen quasi raus, weil, oder ich spiegel die Kamera, das ist aber komisch. Weil du packst dich nach rechts und spiegelst deine Cam. Ja, das wäre eine Möglichkeit, aber das ist komisch, ich weiß nicht. Okay, ihr wollt, dass ich die Cam spiegel. Okay, dann mache ich das. Dann packe ich es nach rechts und spiegel die Cam. Weil es ist komisch, wenn ich aus dem Bild raus, weil wenn ich dann da schauen würde, wäre es halt weird. Dann schaue ich die ganze Zeit aus dem Spiel raus und das ist irgendwie seltsam. Na gut, dann kann ich das machen. Da steht nämlich nicht so viel, meine ich. Aber auch da steht, glaube ich, ein bisschen was. Ja, die Usage von den Items, das ist okay. Warte, das kann ich theoretisch schnell machen. Das dauert nur einen kleinen Moment. Ich muss kurz gucken, wie ich das am besten mache. Einfach rüberziehen wäre eine Möglichkeit. So. So. Dann mache ich das nämlich gerade für die Informationen. Muss ich jetzt gleich noch ein bisschen fein justieren, wenn ich das gerade so sehe, weil das sieht nicht komplett richtig aus. Ja, so etwa. Zack. Ach, fuck, ich habe vergessen, die Kamera zu spiegeln. Das meinte ich. Wo kann ich die spiegeln? Kann ich die spiegeln? Konfigurieren. Ausstellung. Autofokus. Geräteinfo. Konnte ich das nicht irgendwo auf Knopf gespiegelt? Oh Gott, das sieht komplett anders aus plötzlich. Aber ja, jetzt ist es gespiegelt. Ihr wolltet es gespiegelt haben. Bester Schütze neben Rolf. Das klingt nicht überzeugend. Muss ich sagen. So. Ja, so passt das etwa, denke ich. Ja. Das ist ein bisschen weird. Muss halt schon. Zu benutzen, sondern so viel wie möglich. Ich denke, dass ich Mikaya schon benutzen möchte. Sie ist immer ein Main-Character. Genau, wie man einen Teil fühlt, der bei alternativlos ist. Alles klar. Wie gesagt, wenn ihr euch das stört, könnt ihr mir sagen, wollt ihr nächstes Mal lieber einen. Ist das echt komisch. ein Layout haben. Dann bastel ich das nächste Mal ein Layout zusammen. Könnt ihr mir sagen, wie ihr es wollt. Dann werde ich euch das mitteilen. Ich glaube, ich will sie schon benutzen. Ja, die Animation ist schon schick. Aber jetzt seht ihr wenigstens alles. Nutzen möchtest, dann spam ihre Heilfähigkeit so viel wie es geht. Der will nur Kacke. Okay, alles klar. Ich werde es versuchen. Nee, keine Ahnung, so, ich möchte halt schon so Main Character benutzen. Ist halt schon ganz geil. Sie hat ihre Heilfähigkeit noch nicht, oder? Übersehe ich gerade. Doch, sie Opfer hat sie schon, aber war das noch gelockt. Das heißt, es gelockt ist?
Mhm. Stell ich ihm mal. Ei! Vollkommen okay, so vermisst du mich. Achso. Dachte, man muss sie vielleicht erst freischalten oder so. Die Animationen sind schon cool. Du kannst es nicht unternehmen, okay. Dachte ich mir dann schon. Okay. Opfern. Ah, okay, dann geht ihr KP runter und der dann geht rauf. In den gleichen Wert, denke ich mal, ne? Jo, es sind 7. 8, ich kann nicht rechnen. Ja. Ah, okay. Das ist gut zu wissen. Aber das war, also, kam mir schon bekannt vor, das habe ich schon mal gehört. Okay. Deswegen hat sie auch die ganzen Kräuter. Gib ihr den Speed, den sie sonst nie bekommt, aber gut zu wissen. Wie ihr mit dem Schwert rumschmeißt. Ich glaube. Ich glaube, das sollte man nicht tun mit einem Schwert, aber nur meine Vermutung. Okay. Gegnerzug. Spielerzug. Episch. Haha. Moment. Könnte theoretisch. Ja, der tankt doch eh was. Der Boy. Okay, dann kann ich sie nämlich jetzt. Jo, sie daneben stellen und mal heilen. UG-Heilmittel. Woo! Ich muss sagen, ich habe mich auf das Spiel wirklich gefreut. Vor allem jetzt zu sehen, wie es weitergeht. Und Crit. Oder war das ein Skill? Ich glaube, das war ein Crit. Level up! Diesmal habe ich gleich den Speed hochgestellt von dem ganzen Ding. Das war ein schönes Level up. Das gefällt mir. Oh, null Resistenz. Richtig gut. Was? Auf Maniac kann man nicht Gegner-Ranges checken. Das ist ziemlich dämlich. aber okay. Kann man mal machen. Mikael hat die richtig guten Kräuter, ja. Alle jetzt auch was von haben. Ja, aber das ist doch trotzdem. Das macht das Ganze irgendwie unnötig kompliziert. Hey, sie hat den Speed bekommen. So viel zu dem Speed, den sie nicht bekommt. So einen Speed hast du? 10. Vielleicht eigentlich Edward. Edward mit den Scherenhänden. Dennoch, sie kriegt irgendwann eine Force Promotion. Okay, dann level ich sie ordentlich. Habe ich gesagt schwerer? Ich meine natürlich nerviger in erster Linie natürlich. Warum ist dein Pfeil nach unten? Was hat es mit den Pfeilen auf sich? Kann mich da jemand aufklären? Okay, vor der Promotion bin ich. Das wollte ich nicht, weil ich erstmal warten, weil ich erstmal ihn heilen möchte gleich. Pfeile sind im Biorhythmus. Ah, okay. Ich habe mich mit dem Biorhythmus tatsächlich bisher nicht so wirklich auseinandergesetzt. Oh, danke schön, Shumi, dass du mein Tube, also Felix, ein Herzteil geschenkt hast. Herzlichen Glückwunsch, Felix, zu deinem ersten Herzteil. Tschüss. Dankeschön für den Support, Shumi. Super lieb von dir. Dann sag mir bitte, bevor sie promotet, damit ich das nur so machen kann. Okay. Kommst du auf mich zu oder nicht? Ist die Frage. Ja, du kommst auf mich zu. Okay. Was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Ihr verzogenen Belger, der Bund der Morgenröte. Ja! Holy shit. Der macht gut Schaden.
Ich bekomme nie ein Abo geschenkt, oh. Du bist einfach zu schnell. Vielleicht. Oder. Der hat einfach random Draco Shield. Okay, kann man machen. Okay. 20 KP. Wie viel macht Mikaya dem? Dem Boy. Zehn. Wie viel machst du dem? 7. Hm. Benutzt nicht die Trigger. Ah, okay. Ja, du kannst doch ohne Caps schreiben. Ich lese das normalerweise auch so. 7 und 6 und 10. Also eigentlich könnte ich ihn jetzt killen. Wenn der jetzt aber irgendwie doch nicht trifft, habe ich halt ein Problem. Aber okay. Grundsätzlich gesehen. Ich stell den mal dahin. Also ich habe mich vollkommen verrechnet. Ich bin gerade paranoid und denke, dass ich mich verrechnet haben könnte, deswegen. Okay, der hat getroffen, das ist gut. Kann ich auch machen, aber ich kann es auch jetzt so eigentlich finishen. Das war ja sicher. Mögliche Diebe im Verruf. Ihr wollt Nächstenliebe? Ha! Kommt her, ich gebe euch Nächstenliebe. Was? Ja, beiden hart, um ihre Familie am Leben zu halten. Dann kommt ihr und stehlt das kleine bisschen, was sie erarbeitet haben. Halt den Mund, Göre, ich arbeite auch hart. Ehrlichkeit willst du? Verkauf dich und verdiene aber ehrliches Geld. Alles klar, ich glaube, so funktioniert das nicht ganz, aber was soll's. Wäre eine Alternative gewesen mit dem Wegrennen, aber... Ach, wir gehen jetzt... Full offense. Ich gebe euch nichts, Liebe. Das kam so ein bisschen random, aber okay. Na, ah, was war das denn? Wie liegt eigentlich? Kann ich gleich mal nachschauen. Fantastisch, wir haben gewonnen, wie du gesagt hast, Mikaya. Den haben wir es gezeigt. Komm her, June. Vogel! Ihr habt es geschafft. Wer hat das gesagt? Ah, die haben es geschafft. Nehmt unseren Dank. Wir schildern euch unsere Leben. Hey, ihr da, was treibt ihr dort? Hört sofort auf damit! Sieh an, jetzt sind sie aber schon, sind sie aber doch noch gekommen. Bin ja auch Soldaten, die haben sich aber Zeit gelassen. Sie dürfen uns nicht erwischen, Edward. Mikaya, wir müssen hier weg. Lauft! Run, Forrest! Es tut uns leid, aber wir müssen gehen. Ich weiß, vielen Dank für alles, was ihr getan habt. Verschwindet jetzt. Lauft! Hey Lady, mein Name ist Nico. Wenn ich groß bin, will ich auch so sein wie ihr. Kommt bald wieder. Alles klar. Lauft! Was vergesst zu sagen. Stehen bleiben, keinen Schritt weiter. Brüllt jemand speziell einen Soldat? General Jarrod. Jared. Ich würde ihn jetzt persönlich Jared nennen, aber ich weiß nicht. Jarrod? Ist das richtig? Ich weiß es nicht. Nein, die Soldaten, die gefährlichste Klasse. Hyper-Offensive wie sein Team in der GPA. Alles klar. Das ist Hyper-Offensive, the other way around. Er will eine Frau sein. Was? Okay. Hast du lieber Englisch? Ich weiß nicht, ob ich es Englisch stellen kann. Kann ich das mit der deutschen Version des Spiels? Wann seid ihr eingetroffen? Beantworte meine Frage, du Wurm! Ich will wissen, wen du angeschrien hast und wieso es beim Schreien blieb. Alles klar. Es tut mir leid, Sir. Es geht um den Bund der Morgenröte, eine Diebesbande, die es auf die Abgaben dieser Stadt abgesehen hat. Angeblich geben sie ihr Diebesgut an die Dorfbewohner zurück und tun so, als wären das Heldentaten. Es wird behauptet, eine Hexe befindet sich unter ihnen. Sie nennen sie das Mädchen des Silberlichts. Man sagt, sie kann Wunden jeglicher Art durch Handauflegen heilen. Die Leute halten sie für ihre Retterin, alles klar. Inwiefern ist der cooler? Also, was ist das ernst, was ironisch? Was hat diese Narren unternommen? Sir, vor einigen Tagen stürmten wir ihr Versteck. Wir fanden dort auch ein Mädchen mit Silberhaar. Wir haben sie aus ihrem Bau gejagt, aber sie waren schlau und wachsam und so haben wir sie verloren.
Aha. Ah ja, so langsam verstehe ich. Was meint ihr, Sir? Ich verstehe so langsam, wie unfähig ihr tatsächlich seid. Alter, erst umgeboxt. Oh! Dead. Naja, Jared auf Englisch ist halt nur ein Arschloch. Hier ist der witzig. Deutsch muss in meinen Augen sind. Ja, ich werde es auch Deutsch lassen, einfach für die Texte, weil dann muss ich das alles so übersetzen. Auch wenn natürlich die Voice-Over-Cutscenes eventuell etwas interessant werden könnten. Hey, du da! Bring die Einwohner zum Reden. Ich will wissen, wer diese Banditen sind und wo sie sich versteckt halten. Ja, Sir, verstanden, Sir. Baldo. Das ist ein guter Name. Ist mir egal, wer sie sind. Wenn sie tatsächlich gute Kämpfer sind, macht das nur spannender, nicht wahr, Sir? Ha, genau. Das Bewachen dieser Stadt wird langsam etwas öde. Das Wort habe ich, glaube ich, noch nie geschrieben gesehen. Das ist also ha, genau. Ein wenig frischer Wind kommt mir sehr gelegen. Das stimmt, das hast du mir schon mal erzählt, dass er drunk klingt. Graue Himmel.